So, Hallöchen. Wie der Titel schon sagt, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von meinem lieben Schatzi. Warum vorzeitig? Weil ich das, was da drin ist, vorzeitig brauche. Ich brauche ich noch vor Weihnachten. Je nachdem, wann der Stream kommt. Ich hoffe noch, ich schaffe ihn noch vor Weihnachten, ansonsten ist er nach Weihnachten. Aber das, was da drin ist, brauche ich halt dazu. Ich mach das mal auf. Ich hoffe, ich kriege das hier alles aufs Bild. Aber wahrscheinlich nicht so. So, das seht ihr schon, Haufen Gedöns. Einmal was in der Tüte. Und jetzt seht ihr sicherlich auch, was ich meine. Das ist nämlich nochmal ein Mikrofon. Ein Mikrofon mit Verhüterli. Dazu ein Kabel. XLR auf Klinke, das ist aber ja Fake XLR. Das ist kein echtes XLR. Ist auch schon ein bisschen ausgepackt, also die Mikrofonspinne, da wo das nachher drin hängt. Eine Anleitung, Studio-Mikrofon, wenn ich nicht lache. How to install, bla bla, Spezifikation. Direktional, Cardioid, weiß ich nicht. Sensitivity minus 45 Dezibel plus minus 3 Dezibel. 1,5 Volt at 680 Kiloohm, 0 Dezibel gleich 1 Volt at PA, 1 Kilohertz. Frequenz 100 Hertz bis 18.000 Hertz. Impedanz 680 Ohm, Signal to Noise Ratio. 58 dB, Maximum Sound Pressure Level 125, Sampling Rate 192 Kilohertz, 24 Bit. Das passt schon mal nicht. Nicht wirklich. Gut, vom Frequenzgang könnte es vielleicht noch hinkommen. Da ist noch, ja, PC und so weiter. Ich habe schon ausgepackt gehabt. Dabei war noch dieses lustige kleine Teilchen, das ist eine USB-Soundkarte. Da steht drauf 7.1, 7.1 Channel Sound. Frage ich mich, wie der da rauskommen soll mit zwei Anschlüssen. Also 7.1 geht nicht. Ich habe hier höchstens Stereo, vielleicht noch Quadrophonie, aber das ist auch alles. Ich habe das Ding schon mal ausprobiert. Es funktioniert. Aber überragend schön ist es auch nicht. So, ich weiß aber auch schon, warum sie es dazu legen, weil manche Laptops oder sowas, die haben ja nicht mal mehr Mikrofoneingang, damit man es überhaupt benutzen kann. Dann den Klemmfuß für den Tisch und wofür ich es hauptsächlich brauche, ist der hier. Weil ich habe meinen nicht mehr gefunden. Ich habe noch einen ähnlichen von der Lampe. Da hätte ich mir was 3D gedruckt für. Allerdings, ja, habe ich nicht mehr gefunden. Habe ich das Ding gekauft. Das Geld zum Kaufen habe ich dann von meinem Schatzi gekriegt. Deswegen vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ne, also ich habe mal geguckt, was die Dinger kosten. Also ich hätte nur den Schwenkarm bekommen können mit Mikrofonspinnen und so weiter für 5 € weniger und für 5 € mehr noch Mikrofon dabei. Ich glaube, die 5 € hätte ich mir wirklich sparen können. Werde ich euch nachher noch zeigen, warum. Ja, also wegen den Arm habe ich es gekauft. Der soll hier nachher noch am Tisch, weil den brauche ich, damit ich das Mikrofon hier fest dran habe, weil ich habe hier sonst nichts. Ich habe hier nur irgendwo, wo habe ich das Ding denn? Keine Ahnung. Irgendwas selbstgedrucktes gab für mein Mikrofon. Ich habe ja das hier. Ich nutze ja das. Das habe ich ja schon mal vorgestellt. Das funktioniert wirklich gut. Auch wenn das kein echtes Großmembrankondensator ist, sondern so ein ja Großmembranelektret oder sowas. Weiß nicht, wie man sowas nennen soll. Also Direktkondensator ist es nicht. Müsste Elektretkapsel drinnen sein. Funktioniert aber wirklich sehr gut, hervorragend. Es rauscht nicht, nix. Das ist echt Wahnsinn. Das habe ich, glaube ich, bei eBay für 5 € gekauft gehabt. Ja, dann halt den
Ich wollte eigentlich einen Wortschwitz draus machen, aber ich lasse das mal, den Pop- oder Plop-Schutz, wie auch immer man das Ding nennen mag. Den habe ich noch nicht ausgepackt. Einfach nur so eine Stoffmembran ist das. Das ist sogar zweiseitig. Eine Seite, zwei Seiten. Das reicht ja auch. Also den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das Verhüterli hier passt auch auf mein Mikrofon. Also wunderbar. Ihr hört mich jetzt übers Headset. Ja, ich werde das gleich mal an den Tascam, den ich habe, anschließen. Ich werde mal die automatische Pegelanpassung rausnehmen. Und dann werden wir mal gucken, wie das Ding sich anhört. Also ich habe schon am PC probiert, also ich muss das Ding schon, weiß ich nicht, einen Zentimeter vor der Schnauze halten, damit man überhaupt das richtig hört. Das taugt eigentlich gar nichts. Achso, ich kann es auch mal kurz von drinnen zeigen. Viel ist es nicht. Das ist alles. Ein Haufen Zeugs für nichts können. Zwei Elkos, drei Kabel und ein bisschen Zeugs. Viel kann das Teil nicht. Also ich habe es echt schon ausprobiert. Nein, das geht nicht. Und ich werde auch noch mal das hier noch mal anschließen. Dann werdet ihr noch mal hören, wie das ist. Aber obwohl, das müsstet ihr ja kennen aus den meisten Videos von mir. Da habe ich das genutzt oder den Tascam als so als Aufnahmerekorder. Aber ich werde mal beide anschließen. Und dazu brauchen wir noch das Kabel. Die haben beide ja auch ein XLR am Ende. Moment, ich muss noch mal kurz das Kabel hier sortieren. Das ist das Kabel von dem goldenen jetzt. Das ist ja XLR. Das ist das Kabel von dem silbernen. Das ist auch XLR. Das goldene hat zwar auch Klinke. Ups. Hat zwar auch Klinke, aber noch ein USB. Das hat nämlich eine extra Stromversorgung. Das hier. Das hier hat ja nur Klinke, hat keine extra Stromversorgung. Es ist auch nichts drauf angezeichnet, dass das extra was bräuchte. Allerdings funktioniert das Kabel nicht bei dem Mikrofon. Ich habe gedacht, vielleicht bringt es ja was, aber es funktioniert nicht. Gut. Ich kann ja theoretisch eigentlich auch währenddessen hier einmal umstecken. Müsste jetzt ein bisschen knacksen im Ton. Ich versuche das mal runter zu pegeln in der Software. Aber das klappt, weiß ich nicht. Aber einmal aufpassen, ich ziehe einmal das Mikro raus. So, jetzt hört ihr mich über das Tascam-Ding. So, und jetzt ist es dieses Mikrofon. Und jetzt halte ich das, ja, so 20 cm von mir weg. Aber ich habe hier noch da war Pause drin. Die automatische Pegelabgleich drinne. Komm mal her. Wo ist denn das? Noch nehme ich auf. Es müsste doch theoretisch. War das möglich, dass ich das hier angleichen kann? So ist es ziemlich ruhig. Wieso geht das jetzt nicht? Ich stopp mal kurz den Ton. Also werdet ihr jetzt tonlos sein und dann werde ich das nochmal machen. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich den Pegelabgleich draußen. Ja, also so halte ich jetzt das Mikrofon hier. Ja,
So hört sich das eigentlich bestimmt noch ziemlich recht gut an. Also wenn ich so auf den Pegel gucke, ist es noch recht laut. Gut. Einmal das hier vorbereiten. Da das ja 5 Volt braucht, nämlich eine Powerbank. Jetzt hört ihr mich wieder über den Tascam, das müsste jetzt eindeutig lauter sein. Jetzt habe ich hier das Mikrofon und das ist schon am Überschreien, das ist schon gleicher Abstand. So, jetzt habe ich das wieder mit Pegelabgleich, aber trotzdem überschreit das. Ich komme voll in den Peak. Ich drehe das mal auf die Hälfte der Lautstärke, die das Ding macht. Also hier halbe Lautstärke, habe ich Echo draußen, ja. Gleicher Abstand und komme eigentlich auch noch ein bisschen in den Peak rein. Das geht gar nicht. Also das Mikrofon ist echt genial. Das andere nicht. Ich werde noch mal kurz den Sound am PC aufnehmen mit beiden und werde das auch noch mal am Ende rein schneiden. Dann könnt ihr das direkt hören, wie der Unterschied ist. Also am PC geht das hier rein gar nicht. Also das kann man echt vergessen. Gut, dann danke fürs Zugucken und jetzt noch der Soundtest von beiden auf dem PC. Leider Bild. Schwarz. Oder ich mache ein Hintergrundbild oder irgendwas rein. Mal gucken. Da wäre ich wieder. Jetzt bin ich mit dem Headset unterwegs. Ich nehme das jetzt hier mit Audacity auf. Da komme ich auf etwa minus 6 dB mit dem Headset ungefähr. Und jetzt schließe ich mal das goldene Mikrofon an. Ich bin hier aber auch mit der Mikrofonverstärkung auf Maximum. Also hören wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich mit dem goldenen Mikrofon. Ich habe die Mikrofonverstärkung runtergedreht. Und das ist schon sehr viel lauter. Ich komme hier schon auf 0 bis über 0 dB ran. Und jetzt mache ich nochmal das neue Mikrofon ran und lass mal die Einstellung, so wie ich sie von dem goldenen Mikrofon habe, drinne. Und dann mache ich mal die Verstärkung aufs Maximum. Ich bin jetzt hier wieder so etwa den gleichen Abstand wie vorher auch. So, wo ich das Video gemacht habe. Also, wir hören uns gleich mal wieder. So, und das ist jetzt das neue Mikrofon. Wenn ihr mich überhaupt noch hören könnt, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal die Verstärkung wieder rein. So, jetzt habe ich die Verstärkung wieder drinne. Ist derselbe Abstand wie vorhin auch. Es ist sehr viel leiser. Ich komme mir vielleicht auf, ja, minus 18. Minus 12, minus 18 dB höchstens. Wenn ihr mich vorhin nicht gehört habt, ja, das war die gleiche Verstärkung wie mit dem goldenen Mikrofon. Und so hatte ich auch, glaube ich, das Headset dran, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, das Headset ist auch noch ein Ende lauter. Also das Mikrofon ist so wahrlich noch nicht zu gebrauchen. Wenn ihr jetzt das Video schon gesehen habt, was heute noch gekommen ist als Premiere, dann wisst ihr auch warum, wieso, weshalb ich das gemacht habe. Nämlich wegen diesem Mikrofon. Naja gut, dann danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns im Livestream wieder, wenn ich nicht noch was zwischendrin reinschmeiße. Okay, bis dann, tschüssi.